Ja, Leute, wir sind wieder zurück bei... Was geht ab? Ja, endlich ist dieses wundervolle Format zurück nach... Warte mal, nach... Nach letztes Video... Oh, vor 3 Jahren. Ja, gut. Und natürlich freuen wir uns alle auf diese Folge. Nee, eigentlich nicht. Okay, dann halt nicht. Aber da ich inzwischen, wegen diesem Format, bei verschiedenen Facebook-Gruppen gebannt wurde, ja, in Facebook-Gruppen, würde ich sagen, nehmen wir einfach etwas Neues. Und was könnte da nicht besser passen als du? Beziehungsweise ihr. Ich habe euch gefragt, bei Instagram, bei Facebook, bei YouTube, was ist eure unpopular opinion? Yes, my English is not the yellow from the egg. Also kurz gefasst, eine Meinung haben, die andere eigentlich normalerweise nicht haben, aber du eben doch. Perfekt für dieses Format, oder? Also gucken wir uns mal an, was wir da so haben. Wir haben da, langweilig, langweilig, Troll, langweilig, Troll. Na toll. Leute, also ein bisschen mehr Mitarbeit bitte. Ich finde, dass die Pappel wieder auf 3 machen sollen, aber Flammenberg auf 1. Okay. Ich wollte gerade eine Antwort darauf geben, aber einer in den Kommentaren hat das für mich getan. Wilder Take. Ja, definitiv. Wenn, dann müsste man ihn verbieten, weil die meisten Decks ihn ohnehin nur auf 1 spielen. Ja, genau, weil was sollte es bringen, die Karte auf 1 zu bringen? Ist wirklich ein richtig, richtig dumm. Oh, warte. Er hat doch noch was geschrieben. Mann, war sowieso nur ein Joke. Bitte lass Pappel auf 1. Na toll, wieder ein Troll. Was ist denn hier los? Jetzt aber hier mal eine richtige Meinung. Ich finde Formate wie Goat extrem langweilig. Das ist doch mal etwas, womit ich arbeiten kann. Also Goat ist ja ein sehr beliebtes Format und dazu sagen, dass das extrem langweilig ist, schon eine extreme Aussage. Julio, was sagst du eigentlich zu Goat? Langweilig. Okay, anscheinend bist du nicht alleine mit dieser Meinung. Ich merke schon, ihr beide seid solche Leute, die unbedingt Combo, 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 warte. Combo, 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 Combo machen wollt, oder? Kashtir Fenrir Pass ist das neue Ryo Pass. Da würde ich sagen, warte mal. Ja, könnte man so sehen. Panelbeschwörungen sind eigentlich cool. Also, ich bleibe bei diesem Thema mal ganz ruhig, denn er meint natürlich das Pendulum von heute, nicht von früher. Wir sind uns wohl einig, dass früher Pendulum mit der Master Rule ganz schön overpowered war. Es war einfach die krasseste Mechanik, die eingeführt wurde. Und man gut wurde sie ja genervt und jetzt ist sie ja eigentlich wirklich fair. Niska, was sagst du eigentlich zu Pendulum? Also, ich mag Pendel. Guck, du kannst dich mit den Spinner da zusammentun. Yu-Gi-Oh! Ist ein einsteigerfreundliches TCG. Stimmt, die Spielmechanik ist eigentlich ziemlich einfach. Du musst den Lebenspunkt des Gegners auf 0 bringen. Dafür musst du Monster beschwören. Das aber pro Zug nur eine Normalbeschwörung, Mann. Aber Tributbeschwörung und Setzen zählt ebenfalls als Beschwörung. Obwohl Setzen nicht als Beschwörung generell zählt, denn wenn Karten sagen, du kannst sie aktivieren bei Beschwörung, dann zählt das Setzen eben nicht als Beschwörung. Des Weiteren kannst du natürlich Zauberkarten nur in deinen Zug aktivieren. Aber du kannst auch Zauberkarten in Gegnern Spielzug aktivieren, wenn sie ein Symbol haben. Nennt man dann Quickplay. Aber man kann auch Zauberkarten in Gegnern Spielzug generell aktivieren, wenn gewisse Karten das erlauben. Zusätzlich natürlich haben wir noch andere Mechaniken, wie zum Beispiel den Damage-Step. Okay, okay, den erspare ich euch jetzt wirklich. Aber ich finde, er hat recht. Es sind ja die Maßstäbe entscheidend. Und als Raketenwissenschaftler würde ich sagen, easy. Temper ist schwieriger zu meistern, als viele sagen, da man immer um die Endbots spielen muss. Alter, Satzzeichen. Wenn man die Gegner nicht davon abhalten kann mit Handtraps. Und die Boardbreaker-Variante ist auch nicht viel besser. Satzzeichen. Da heutzutage viele Endbots mehrere Negates und Schutzeffekte haben, die oft Boardbreaker nutzlos machen. Oh, erstmal ein halber Roman hier. Aber ja, ich muss sagen, Tempa ist auf jeden Fall ein ziemlich extrem schweres Deck zu spielen, was wirklich sehr schwer ist und vor allen Dingen eben gegen die Endbot. Raigeki? Oh, Negate. Lightning Storm? Ah, Negate, okay. Raigeki? Achso, deine Monster sind weg, ja. Flederwisch? Oh, deine Zauber- und Fallenkarten sind auch weg. Normal Sam Chandra? Game? Das Side-Deck muss verboten werden. Okay, okay, hier könnte man jetzt wirklich viel rumblödeln, aber hier ein kleiner Real Talk. Ja, das Side-Deck verbieten ist eine Option, die man auf jeden Fall machen könnte. Jedoch, warum will man das Ganze machen? Das Ganze will man ja machen, dass man nach einem Side nicht gegen Karten wie Dimensionsbarriere oder ähnliche Turnskips verliert. Bedeutet also, man verbietet es einfach, dann wird es diese Karten ja nicht geben. So hat man aber jedoch dann Auto-Loses gegen gewisse Decks, was ein bisschen schade ist und irgendwie auch Deckbau ein bisschen schwierig macht, weil man kann einfach bei einer breiten Meta nicht alle Decks abdeckeln, weil was willst du machen? Ja, ich spiele jetzt jede Karte einmal, wenn ich Glück habe, trifft sie das richtige Deck. Das geht natürlich nicht. Unter anderem auch gibt es in Japan zum Beispiel manchmal, weil die Events so groß sind, auch Best-of-One-Events. Ja, Leute, Best-of-One im TCG, beziehungsweise, ja, es ist OCG, aber ihr wisst, was ich meine. Und dort sehen die Decks dann wie folgt aus. Und zwar, man spielt die Side-Deck-Karten einfach Main. Bedeutet also, diese Turnscript-Karten wirst du trotzdem abkriegen, aber dann eben ein Best-of-One.
Und da muss ich sagen, ist einfach die bessere Lösung einfach, eben das Ganze so zu machen, dass wir eben diese Turnskip-Karten verbieten, als eben das Side-Decks verbieten. Weil wenn wir das tun würden, dann müssten wir eine komplett neue Banlist machen. Das wird komplett chaotisch. Komm, lass uns einfach die Turnskip-Karten bannen. Mystic Mine zu bannen war Konamis größter Fehler. Wait, Mystic Mine? Die Karte, die sagt, keiner darf spielen. Die Karte, die du aktivierst und dann lächelnd fragst, wie viele Karten hast du noch im Deck? Die Karte, die so unfair ist, dass gewisse Local Stores einfach diese Karte von sich aus verboten haben, weil sie so unfair ist? Also wer so eine Karte spielen sollte, ist komplett unfair und finde ich einfach nicht gut. Und guck mal, jetzt ist der Zeitpunkt für Maurice gekommen, ja, um Metaversum zu aktivieren. Ja, die wird gleich losgeworden und dann kommt einfach noch eine Mine. So, halt, nicht abschalten. Wichtig, ich brauche eure Hilfe. Schreibt mal in die Kommentare Folgendes. Und zwar, was war der dümmste Spielzug, den ihr bisher gemacht habt oder euer bester? Schreibt mal eins von beiden in die Kommentare und dann kann ich eventuell eine neue Folge draus machen. Also rein da, ab in die Kommentare damit. Ich habe Bock auf eure Missplays beziehungsweise die von euren Gegnern. Also mir bleibt jetzt wirklich nichts anderes übrig, als zu sagen, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und natürlich wie immer, viel Spaß beim Duellieren. Yeah. So. Ich hoffe, das passt.